Heute vor 25 Jahren wurde Google gegründet. Inzwischen betreibt der US-Konzern die weltweit meistgenutzte Suchmaschine. Das Tech-Unternehmen ist zu einem Internet-Giganten herangewachsen. 2022 kam Google auf einen Umsatz von knapp 280 Milliarden Dollar. Experten kritisieren die große Marktmacht des Konzerns. Angefangen hatte Google noch ganz klein, gegründet von zwei Studenten aus Kalifornien. Die Geschichte von Google beginnt in einer Garage in Kalifornien. Die Informatiker Larry Page und Sergey Brin tüfteln damals an einer Methode, das Internet durchsuchbar zu machen, schon damals mit einer klaren Vision. Wir wollen die Informationen der Welt organisieren und sie für alle zugänglich machen. Heute, 25 Jahre später, wird gegoogelt. 90% Marktanteil hat die Suchmaschine in Deutschland und das ist nicht alles. Google unterstützt bei der Routenplanung, hilft bei Übersetzungen und soll bald noch mehr im Alltag unterstützen. Die Suchmaschine sollte in Zukunft in der Lage sein, für Sie auch Dinge zu erledigen. Also nicht nur Ihnen eine Antwort in Form von Links zu geben, sondern Ihnen auch dabei helfen, Dinge zu erledigen. Zum Beispiel einen Termin zu vereinbaren, beim Friseur anzurufen oder vielleicht sogar auch Ihre Shoppingliste abzuarbeiten. Doch mit wachsender Marktmacht wird auch die Kritik an dem Konzern größer. Zum Beispiel an der Reihenfolge der Suchergebnisse. Diese Rangliste beruht auf einem Algorithmus. Das Problem, das dabei entsteht, ist, dass Google zumindest in der westlichen Welt festlegt, was vom Netz überhaupt sichtbar ist. Was auf der zweiten Trefferseite von Google zu sehen ist oder auch nur auf der unteren Hälfte der ersten Trefferseite, das findet nicht statt, das wird nicht angeklickt. Das heißt, dieses Unternehmen bestimmt, welche Webseiten im Netz zumindest in der westlichen Welt zu sehen sind. Und das ist dann natürlich eine gewisse Gefahr. Zudem begleitet Google seit Jahren der Vorwurf, zu viele Daten über seine Nutzer zu sammeln.